Willkommen zum Livestream. Direkt, Frau Sprecher. Geht super los. Willkommen zum Livestream heute am Montagabend. Und zwar steht ja Folgendes an, ihr wisst Bescheid. Nämlich Mittwoch, der 18. September, ist nun der finale Zinsentscheid der Fed. Ja. Und das ist ja so die Theorie von allen, dass das jetzt den großen Bullrun einleiten wird, weil die Zinsen werden wieder gesenkt, langfristig nach hinten raus werden die Gelddruckmaschinen dann angeschmissen, der Abtober steht sowieso vor der Tür. Und ja, das wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen anschauen, wie das Event tatsächlich ausfallen könnte. Und dementsprechend würde ich auch sagen, gehen wir direkt rüber in die Märkte. Wir schauen uns logischerweise auch die anderen Zinsentscheide nochmal an und so weiter und so fort. Also, das ist jetzt erstmal der Bitcoin-Chart. Und zwar, ja, ich will nicht sagen, es läuft anders als erwartet, aber den hier habe ich zum Beispiel jetzt nicht mehr mit eingeplant gehabt, dass wir hier exakt, aber nochmal, es ist so Wahnsinn, ne? Nochmal pipgenau mit 0,000 Drawdown hier nochmal eine Reaktion gehabt haben. Ich habe den selber nicht getradet, weil, und ich habe es auch nicht in die Gruppe geschrieben, weil ich bin halt kein Fan davon. Wenn wir hier einmal die Reaktion, beziehungsweise hier ein zweites Mal die Reaktion gehabt haben, ja, dann trade ich den Bereich nicht nochmal. Na, weil je häufiger ein Key Price Level hier vor allem immer angelaufen wird, desto schwächer wird es halt. Sprich, dass beim nächsten Mal durchbricht, die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. Deswegen habe ich den jetzt nicht nochmal getradet. Ich weiß, der ein oder andere hat es aber sogar gemacht nochmal. Also Jackpot auf jeden Fall, wer hier oben bei 60k dann nochmal short gegangen ist. Nicht verkehrt. Aber ja, ich habe ihn dementsprechend selber ausgelassen. Grundsätzlich wisst ihr, genau wie von der letzten Prognose, wir haben hier, wie erwartet, die Liquidity abgeholt. In dem Fall hier nochmal, das war das Wichtigste. Das kann gereicht haben. Ja, also der muss jetzt nicht zwingend nochmal ein Lower Low machen. Aktuell sieht es aber tatsächlich mehr danach aus, weil er, wie gesagt, wieder hier reagiert hat und damit nach und nach immer wieder ein Lower High gemacht hat, vorausgesetzt, das soll jetzt hier das High gewesen sein. Ja, sprich, dass wir hier das dann immer so in die Richtung irgendwie haben, ne? So, das sind jetzt noch mögliche Theorien, die im Raum stehen. Und wieso, warum, weshalb? Na, also der Zinsentscheid steht vor der Tür. Wenn du noch nicht weißt, wo du deine Kryptos kaufen oder staken sollst, dann schau dir gerne Bitpanda an. Bitpanda ist die Nummer 1 unter den EU-regulierten Börsen und sogar BaFin lizenziert. Profitiere von 0% Ein- und Auszahlungen, sogar per Kreditkarte und PayPal. Darüber hinaus kannst du nicht nur Kryptos, sondern auch Aktien, ETFs und Edelmetalle kaufen. Und das Ganze sogar per Sparplan. Registriere dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung und unterstütze damit auch mich und diesen Kanal. Das ist sowieso, bevor schon wieder alle die Frage stellen, sowieso die Phase, warum ich es auch in den letzten paar Videos immer gesagt habe, ich warte hier jetzt ab. Ja, weil ich bin kein News-Trader und unsere Bereiche sind angelaufen worden. Wir haben ein paar geile Short-Trades gehabt, zwei in Bitcoin, einen in BNB, super Profite mitgenommen. Reicht aber erstmal, so ungefähr. Na klar, ich weiß, ihr wollt immer traden, 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 traden. Aber ansonsten, und klar, ich könnte auch jeden Tag genau das, was wir hier machen, kann ich auch genauso im 30-Minuten-Chart machen. Ich kann euch jeden Tag 5 Trades in die Gruppe hauen und mir mit Affiliates eine dusselige Nase verdienen. Aber ja, das bringt euch auch nichts. Und im Endeffekt ist es dann mehr Gezocke als tatsächlich Strategie. Von daher, wir sind da super dabei. Haben wir lieber wenige Trades, dafür vernünftige Trades. So, ja, jetzt steht natürlich der Zinsentscheid vor der Tür und aktuell wird erwartet, dass zu 59%, also die grobe Mehrheit, davon ausgehen, dass um 50 Basispunkte jetzt tatsächlich herabgesetzt wird. Ja, also in dem Fall 0,5%. Und 41% gehen jetzt davon aus, dass es nur 0,25%, also 25 Basispunkte sind. Und ja, wir haben aber auch noch 2 Tage. Mal schauen, ob morgen die Prognosen noch ein bisschen anders ausgehen. Immer dran denken, das, was prognostiziert wird, ja, das ist immer quasi das, was eingepreist ist am Markt. Ja, wenn jetzt die Masse, und das ist ja jetzt noch gerade so ein bisschen dazwischen, wenn jetzt 75% davon ausgeht, dass wir, oder 80% davon ausgeht, teilweise ist es ja kurz vorher sogar 90% oder so mit ein paar Insider-Infos, dass sie davon ausgehen, es sind 50% und dann kommen auf einmal doch nur 25% oder es kommen doch sogar 0,25%, 50 Basispunkte oder 25 Basispunkte oder in dem Fall 75 Basispunkte sogar, ne? Nicht verwechseln. So, dann ist es meistens so ein Zeichen oder dann kracht es immer an den Märkten, wenn es vollkommen anders kommt, als es tatsächlich erwartet wird. So, na, also das in dem Fall der Großteil eher in Richtung 50 Basispunkte. Das ist auch das, was ich prognostiziere. Ja, wenn wir jetzt hier natürlich schauen bezüglich den ja, Aussagen von JP Morgan oder ja, sämtlichen anderen Investoren. Also wir gehen hier in dem Fall nicht von der
dummen Masse, von der Retailer-Masse aus, die Masse hat nie recht, sondern halt wirklich vom Investing-Kalender, ne? Also wo die großen Fische halt sitzen und spekulieren und so weiter. Dementsprechend kann man da schon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit immer von ausgehen, dass es in dem Fall tatsächlich so kommt, wie es dann auch erwartet wird. 0,5% wird jetzt zum Großteil erwartet. Wir haben schon den einen oder anderen gesehen, die sogar gesagt haben, ja, mach mal lieber 75 Basispunkte, also 0,75%. Und das wäre schon krass, ne? Also das wäre überkrass. Das war schon ein sehr, sehr harter Cut, aber würde ich gar nicht komplett hundertprozentig ausschließen. Ne? Dann wenn wir einfach mal schauen, die Zinsentscheide, wie sie ausgefallen ist. Ja, UK, China war ein bisschen weniger, EU hat auch 0,5% gehabt und Kanada hat auch sogar 0,75% gehabt. Ne? Also das ist jetzt nicht im Rahmen des komplett Unmöglichen. Ich persönlich gehe aber auch letztendlich von 0,5%, also 50 Basispunkten aus. Und das wäre dann auch so der Wert, der so ein bisschen oder im Regelfall eingepreist ist. Ne? Und dann auf das Event selber nochmal bezogen, ist es quasi so, aber ja auch, dass davon jetzt die Masse irgendwo wieder, in dem Fall jetzt die doofe Masse, davon ausgeht, ja gut, wir kriegen jetzt den Zinscut und bam, dann geht das wieder los. Aber es ist im Regelfall halt nicht so, genau deswegen sehen wir jetzt ja auch hier noch die Reaktion, weil eigentlich genau dann müsste es ja im Vorfeld schon, wenn es alle wissen, das kommt, müsste es ja im Vorfeld schon steigen. Tut es aber nicht, weil die Gelddruckmaschinen, was ja eigentlich der Effekt daraus ist, dass wieder Zinsen gesenkt werden, es können wieder günstig Kredite vergeben werden, dadurch nehmen sich Unternehmen wieder mehr Kredite, es wird wieder mehr Geld gedruckt, die Gelddruckmaschinen werden angeschmissen, bullisch für Bitcoin und die gesamte Börse und Co. So. Das ist aber halt ein nachwidriger Effekt. Also es ist nicht Mittwoch Rate Cut und Donnerstag, bumm, Gelddruckmaschinen angeschmissen und los geht's. So, das ist halt ein Prozess, der sich meistens so ein paar Monate, im Regelfall in einer Spanne von so knapp 6 Monaten danach noch bewegt und tatsächlich erst den eigentlich richtigen Effekt mit sich bringt. Und dementsprechend gehe ich auch eher davon aus, dass das selber jetzt dieser Zinsentscheid mehr so ein Sell-the-News-Event wird. Na, also wir wissen ungefähr, was kommt. Wahrscheinlich 50 Basispunkte, was ja eigentlich bullish sein sollte. Ne, der Retailer geht wieder rein, eröffnet wieder Long-Positionen und wird ausgequetscht. Zack. So, und das wird dann eher nochmal, ja, zumindest, wie gesagt, es muss ja nicht gleich Lower-Low sein oder so, aber zumindest hier nochmal einen kleineren Abverkauf bekommen. Klein, weil, ich sag mal, selbst wenn es jetzt hier bis dahin runtergeht, ne, nochmal, also bis 52.000, 51.000, dann wären das noch nicht mal 10%. So, das ist vollkommen normal, gerade im Bitcoin, gerade in den Kryptos. Dass sowas nochmal kommt, von daher, das kann ich mir gut erstmal noch vorstellen, dass wir das Mittwoch, Donnerstag nochmal sehen oder vielleicht schon im Vorrausch dahin und die wirklich steigenden Kurse, nach wie vor Leute, es bleibt dieselbe Prognose, dass das eher in Richtung Oktober gehen wird. Ja, also der September, wie üblich eigentlich ein sehr, sehr negativer Monat, aktuell ist er gerade, ja, plus minus null, wo alle schon gesagt haben, ja, der September ist aber doch voll bullish, siehst du, es kommt doch anders als erwartet. Erstens ist der September noch nicht vorbei, zweitens hat der September hier, wie wir sehen, nämlich auf 59.000 gestartet, ist erstmal negativ abgestürzt und jetzt stehen wir wieder bei 58.000. Also nur weil zwischenzeitlich eine etwas stärkere bullische Bewegung war, heißt es nicht, dass der gesamte September direkt bullish ist und jetzt doch alles anders ist. Aktuell ist der September im Minus, na, auch wenn es nur ganz knapp ist, aber wir sind bei 59.000 gestartet, jetzt stehen wir gerade ungefähr bei 58.000, 57.900. Also noch ist ja auch hier kein bullischer September zu sehen und wie gesagt, wenn wir in aller Wahrscheinlichkeit nach eher hier so in diesem Bereich hier unten schließen, dann war er wie üblich dann auch negativ und dann kommt wie gesagt der berühmte Oktober. Das ist nach wie vor meine Prognose und ich gehe auch weiterhin davon aus und so verhalte ich mich auch. Dazu aber nochmal gesagt, ich bin kein News-Trader, dementsprechend jetzt gerade oder darauf spekuliert, auch wenn ich davon ausgehe, dass es ein Sell-the-News-Event wird, das hat halt mit Strategie und mit Reproduzierbarkeit nichts zu tun, so, ne? Weil News sind ja immer anders, deswegen, ich bin kein News-Trader, ich eröffne hier keine Trades, aber ihr seid selbstverständlich alle alt genug, wenn ihr das möchtet oder das ähnlich seht, ähnlich prognostiziert, kann man das natürlich versuchen, aber für mich ist News-Trading eher Gezocke und ich persönlich mache das nicht, ich warte dort einfach ab und setze das out und schaue, ja, wie gesagt, wenn es nochmal eine Ecke tiefer geht, dass wir dann nochmal einsteigen können. Gut, jetzt habe ich auch lange genug Monolog gehalten. Schauen wir erstmal in den Chat rein.